Da wären auch noch Folium und Fontana, Fontania. Eins hat wahrscheinlich Wasser als Element und das andere Plastik. Nein! Alu! Alu! Nein, also tatsächlich folgendes ist. Im Englischen heißt Folium Green Leaf. Mhm. Dachte ich so, kann ich so nicht stehen lassen. Also manche von den Sachen, die wirklich dann so englische Worte mit im Namen haben, konnte ich so nicht stehen lassen. Da gibt es den Ort Cragspur, da gibt es Greenleaf, finde ich, ist sogar der Worst Offender in der Hinsicht. Greensleeves. Ja, das Lied. Und dann gab es auch noch Violight. Ich hab solche Sachen alle umbenannt und habe das Thema der anderen Königreiche oder der meisten Königreiche auf alle Königreiche ausgeweitet, denn die meisten Königreiche in der englischen Version waren nach lateinischen Worten benannt. Und ich habe gesagt, okay, dann will ich, dass alles lateinische Worte sind. Mhm. Zum Beispiel, es gibt ein Königreich, das heißt Spectra, das ist einfach so geblieben. Es gibt Fontaine, heißt Fontania im Englischen. Das habe ich auch ein bisschen umgeändert. Violight habe ich in Violumo. Dachte ich, geht. Und Folium ist tatsächlich das lateinische Wort für Blatt. Gut. Mhm. Vorher hatte ich überlegt, ob ich dem so einen deutschen Titel, so Grunwald. Grunwald. So Grunewald gibt es ja in der Nähe von Berlin. oder Grunlaff, weil ich irgendwo mal gelesen habe, dass Laff ein anderes Wort für Blatt wäre. Aber ich habe das nur einmal irgendwo gefunden und als ich eine Rückwärtssuche gemacht habe, kam das nicht so. Das noch nie gehört. Nee, ja. Da hieß es dann, ein Laff ist irgendwas anderes. Naja. Ja. Na jedenfalls machen wir mal weiter am Text. Auf jeden Fall, die ganzen Orte sind lateinische Wörter, okay. Und Folium ist Blatt. Ich habe überlegt, ob ich Folium anders benenne und zwar Flora. Und weißt du, die werden bekannt für eine ihrer Spezialitäten. Gurken-Sandwiches. Vielleicht mache ich das noch, oder ich mache es zumindest in der Meme-Version. Wäre ja auch grün. Ja. Das packe ich in die Meme-Version mindestens rein. Vielleicht sogar ins Original, wenn alle sagen, nee, Folium ist doof, mach lieber Flora. Ich finde Flora gut. Ja, also wenn jemand einen Kommentar macht mit macht lieber Flora und zwar einer reicht. Einer reicht, aber der muss wenigstens 100 Daumen nach oben bekommen. Dann machen wir das sofort. Jetzt noch hier, während wir aufnehmen. Rückwirkend. Ja. Ach, mach's halt einfach schnell, das klappt schon. Je nachdem, wann wir das Video hochladen. Ach so, nee, Quatsch. Das geht ja gar nicht. Ach was? Das kann ja keiner das Video gesehen haben, bevor es veröffentlicht ist. Ach wirklich? Ja. Aber wenn das gehen würde, dann würde ich zwei Versionen denken. Ja, wo wir zwei Versionen gemacht haben. Oh ja, das Rote. Oh, das Weiße. Das muss mal hochgeladen werden, endlich. Dieser Teil ist schon hochgeladen, ach, der ist schon zumindest. Drin. So weit bin ich gekommen. Immerhin. Und das Aufwendige kommt erst noch. Das Aufwendige kommt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwann mittendrin aufgehört habe, das zu bearbeiten und hochzuladen. Ich glaube, ich habe bloß ein, zwei Folgen oder so erst von der Aufnahme hochgeladen. Ich muss das wirklich weitermachen. Und Hugo. Hugo ist Hugo. Wichtig. Superman ist aber, glaube ich, ne? Superman haben wir zumindest mal irgendeine Aufnahme hochgeladen, ja. Okay. Vielleicht war es die, wo die N64-Konsole... Ja. Apropos... Hast du das eigentlich lösen können, das Problem? Oder rausgefunden, woran es lag? Ich weiß ja, woran es lag. Und ich habe ja deine dann ausgetauscht gegen eine andere. Und ich hoffe, das funktionierte. Irgendwie hast du es bisher... Ja. Wunderbar. Yes. Yes. Vielen Dank. Außerdem kommt bald eine Analog-Konsole. Also hier von diesen Analog-Pocket-Machern. Die auch auf... also... wo die Original-Hardware quasi simuliert wird durch einen Chipsatz, der da drin verbaut ist, was dann auch richtige Cartridges nehmen kann. Das wird wahrscheinlich cool. Teuer werden, 500 Euro wahrscheinlich sogar. Ach. Aber das wäre es mir auch wert. Besser als eine PS5 im PS1-Design. Ja. Aber wirklich, ja, die PS5 oder ja, PS5 und PS5 Pro da.
diese Version. Oh Gott. Ich finde sie gar nicht mal so hübsch, wie andere Leute sagen. Und davon mal abgesehen, der PS5 Pro-Preis ist eine Frechheit. Oh. Egal in welcher Version. Ich sowieso wieder nur die Luna Collection drauf spielen werde. Ja. Nee, also ich habe mir gesagt, mir reicht eine normale PS5. Vor allem, ich weiß nicht, so viele Spiele, die ich da drauf spielen würde, habe ich gar nicht. Ja. Ja. Naja, und wie dann auch. Noch ohne Disklaufwerk. Ja, das finde ich also, ja die größte Frechheit. Ja, ja, eben, wenn du das Disklaufwerk dazu kaufen musst noch. Ja. Ey, dann ist. Das sollte wenigstens reingebundelt sein, sonst finde ich das wirklich frech, weil. Richtig. Ja. Also um die 900 Euro für beides zusammen, ja. Finde ich, ist für und eine Konsole. Den Fuß noch. Ich hoffe ja, dass dann die Nintendo Switch M. Hier habt ihr es zuerst gehört, dass die so heißen wird. Ich habe da tatsächlich gestern eine ganze. Nee, vor, doch, gestern sind wir hergefahren. Ich habe da eine ganze Geschichte drum gesponnen, warum ich glaube, dass die nächste Nintendo Switch nicht Nintendo Switch 2 heißen wird, sondern Nintendo Switch M. Woohoo! Denn es kam raus, dass die irgendwie die Joy-Cons per Magneten befestigt sind, statt per... Mhm. Ja. Dann macht's nicht mehr... nee, hier. Mein linker Joy-Con ist eh locker. Ja. Ja, eben, und das wird dann vielleicht nicht mehr passieren durch diese Magnetsache. Vielleicht wird dieses Magnetismus-Feature wirklich als das Gimmick der Konsole sogar verwendet. Und ich hätte so voll das tolle Logo für diese Switch M. Du hast quasi so ein M, wo in der Mitte vielleicht das nicht ganz so lang ist und dann geht das so weiter. Und an den Außenenden hast du dann die Joy-Con-Farben am Ende wie zwei so Pole von einem Magneten, von einem Hufeisenmagneten. Rot und blau wieder. Ja. Das wäre voll smart, finde ich. Wenn die das als Logo dann auch nehmen würden. Wenn das so kommt. Wenn das so kommt, dann war ich der Erste, der den Code geknackt hat. Ja, aber leider wirst du es nicht schaffen, dieses verkackte Video bis dahin hochzuladen. Das wird uns ja keine Sau mehr glauben. Und vor allem wird das schon Monate vorher wussten. Ja, aber das Schöne haben. Ist ja, bis dahin habe ich auch die 120 anderen Begründungen. Stimmt auch wieder. Je nachdem, was es dann wird. Wird dann die Version von diesem Video um so 120 Mal. Es wird nicht etwa reingeschnitten. Wir spielen das jetzt, also das ist jetzt genau. Variante 37 Grad, die wir aufnehmen. Warte mal, jetzt habe ich meinen Text vergessen. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt kommt, warte mal, nach dem M. Sollten wir M. nicht langsam mal weiterspielen, Enrico? Danke, ja. Du, da sagst du was. Günther. Günther. Nee, Olaf. Ihr wisst, dass die Krieger von Ignis meistens Feuer-Pokémon einsetzen, oder? Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Nee. Stark gegen Pflanzen, schwach gegen Wasser. Ha, das weiß doch jeder. Wie dem auch sei, ich habe gehört, dass der Kriegsherr von Folium Pflanzen-Pokémon einsetzt. Was quatscht ihr beiden da? Ich verstehe kein Wort von dem, was... Ach, das ist der mit der Tolle. Ja. Was ihr da sagt. Wisst ihr, ich glaube, die Kriegsherren von Folium und Fontania sind nicht sonderlich daran interessiert, andere Königreiche zu erobern. Ich schätze mal, das ist eure Chance, den nächsten Schritt zu wagen. Beeil dich, wir haben keine Zeit, um sie mit Rumstehen und Gequatsche zu verschwenden. Es macht einen Aufruhr. Das... Da gibt es doch Aufruhr als Attacke. Ja. Und da stand immer, das ist ja so eine, die sich wiederholt jede Runde. Ach so. Und dann steht immer da, es macht einen Aufruhr. Und da denke ich halt immer so, wie man immer so, sag mal, was machen die denn für einen Aufruhr da? Oh nein, also sowas musste ich tatsächlich, ich musste insgesamt ungefähr 65 Mal übersetzen, quasi wie jemand sagt, was ist denn das für ein Lärm, was ist denn das für ein Aufruhr? Warum? Werden wir irgendwann erfahren. Ich weiß es auch noch nicht. Ach so. Was? Das, der Hammer war 65 Mal. Diesen Knopf soll ich drücken? Da kommen wir bald noch hin. Kann ich mir nicht erklären. Bin gespannt. Das ist so. Ich finde das wirklich schrecklich, wofür es alles solche Aktionskommentare gibt. Das ist auch interessant. Ja. Wie gesagt, 89 solche Kommentare. Und fast... Jeder von denen ist wirklich 65 Mal dasselbe in einer anderen Geschmacksrichtung. Bei manchen sind es nur 37 Mal, weil das nur die potenziellen Kriegsherren Stehe. Sagen können. Aber so viele Wiederholungen. Ja,
So ist die Synchronisation von Oblivion entstanden. Okay, also machen wir am besten mal weiter. Wir müssen noch zum Onigiri laden, um die Energie unserer Pokémon zu erhöhen. Es klingt, als könnten wir kämpfen, beim besten Willen nicht aus dem Weg gehen. Alle Krieger haben ihre Züge beendet. Und jetzt haben wir den einen Typen, zumindest jetzt in unserer... Es sieht aus, als hätte er was im Mund. Ja. Sein, ich weiß nicht, vielleicht hält er auch irgendwas. Sein Shirt. Ja. Die Unterseite vom Shirt. Hätte ich jetzt Bock drauf. Nein, der hat irgend so ein Dings in der Hand gehabt. So ein. Nein, nicht von dir, von ihm. Mann. Da oben steht übrigens, niemand ist hier. Doch. Ja. Juni, Jahr 1. So spät schon. Du kannst nun die Oberhäupter von Fnurnim und Fnania zum Kampf herausfordern. Wenn du möchtest, kannst du es auch gleich Flora nennen. Je mehr Königreiche ihr erobert, desto mehr Arte könnt ihr Bäreisen. Bäreisen. Ihr werdet dort auch auf neue Pokémon treffen. Und in jedem Königreich lassen sich allerlei interessante neue Orte besuchen. Wähle eine zur Armee von Phanaxi gehörende Festung, um deinen Kriegern Befehle zu erteilen. Ihr werdet mich doch nicht ganz alleine irgendwohin aussenden, oder? Ich würde gerne bei euch bleiben, Lord Phanaxi, wenn das für euch in Ordnung ist. Ja. Also jetzt muss ich eine zu mir gehörende Festung, das ist eine von den beiden halt. Ja, aber die einzige, wo Krieger drin sind, ist momentan Ignis. Ach so, die... Ah. Ja. Und dann Marsch wahrscheinlich. Aber über Marsch kannst du die auch woanders hinschicken, aber ich würde die tatsächlich da erstmal lassen, denn dort kannst du weitere Krieger rekrutieren, jetzt in der Höhle. In Ignis? Mhm. Okay. Wäre sogar sehr gut, wenn du das tust, bevor du nach Folium reist. Da sind nämlich zwei Leute. Ja. Die sollten wir auf jeden Fall rekrutieren. Da müssen wir zusehen. Also das Zubat ist nicht so wichtig, aber es ist ganz wichtig, dass wir in den ersten vier Runden Floink und das andere... Was denn? Flampion! Flampion, ja. Besiegt kriegen. Und Zubat. Also damit wir die rekrutieren können, das wäre gut. Ja. Auf geht's! Die haben wirklich die generischsten Sprüche für den Hauptcharakter. Und die anderen, die haben dann wenigstens ein bisschen was an... Ja, an Persönlichkeit. Ja, aber so kann man sich besser mit der Hauptfigur identifizieren, weil die genauso charakterlos ist wie ich. Wo ist denn der andere? Ach, hier oben sitzt er. Ja, oh, das ist ja fies. Also am besten mit dem Evoli irgendwie versuchen, das Floink zu kriegen. Oh, wenn du dahin gehst, bin ich mal gespannt. Wie gesagt, vier Runden, dann muss das... Oh, du kannst sogar zu dem Geschenk. Stimmt. Du kannst ja auf Lava laufen. Lava, Lava, Ding Dong. Mr. Lava, Lava. Oder auf Magma. Flammenrad. Flammenrad ist echt fies, deswegen ist das gut, dieses Pokémon zu haben. Und es macht ordentlich Schaden damit. Zubat. Da würde ich tatsächlich auf die Idee gehen, dann mit... Mit Evo direkt ins... mit Glumanda direkt in Zubat. Achso, mit Glumanda das Zubat anzugreifen und mit Evoli das Floink. Meinst du, ich würde erstmal das Floink, weil das Zubat ist mir ja egal. Ja, die stimmt. Naja, dann erstmal mit dem Evoli zum Floink und gucken, wie viel Schaden du damit so machst. Und 20. Ja. Ja, stimmt, aber ja, eigentlich das. Ja, das Zubat am Ende, das kann man so damit nur eins vor, weil Glut ein Feld überspringt. Ach so, aber. Ja. Ach shit, das habe ich nicht bedacht. Ich glaube, das ist zu weit. Okay. Ist das schlimm? Also, dass Glumanda jetzt ein Feld überspringt mit seiner Attacke? Grundsätzlich? Also, das Einzige, was jetzt wäre, es macht mit Blut auf Zubat mehr Schaden als auf
Floink. Auf der anderen Seite, nee, warte, ich nehme doch Floink, weil mein Evoli kriegt das ja mit dem nächsten Angriff auch wieder nicht kaputt. Genau. Wahrscheinlich. Und danach kann man sich immer noch umzubauen. Außerdem, wenn Evoli das kaputt bekommt im nächsten Zug, dann könntest du ja über Siegeseifer näher an das Flampion dran. Fünfmal. Und vielleicht kommst du damit sogar bis zu dem Flampion, wenn du dann auch noch die Kriegerfähigkeit anwenden kannst. Ah nee, das ist ja dann... Stecken wir die Verteidigung von dem blöden Vieh. Doch, wenn das Floink jetzt da unten ist, dann geht das sogar. Oh, das ist ja... Dann müsstest du weit genug kommen, um bis zu dem Flampion zu kommen. Ich habe nicht viel Glück bisher mit meinem Pummeluff. Oh nein! Das blöde Vieh muss jetzt sich dazwischen setzen. Ja, aber das ist nicht schlimm. Du kannst ja mit dem Evoli trotzdem versuchen, das Floink erst da hingehen? Aber erstmal gucken, wie viel Schaden du denn auch machst. 15. Nee, dann mach erstmal mit Glumanda am besten Glut drauf. Dann kannst du mit Evoli danach nämlich gleich weiter, wenn... eins runter? Genau. Dann kriegst du es nämlich auf jeden Fall damit weg. Großbrand, Schmoosbrand, sag ich immer. Und zur Not... Achso, nee, warte mal, du kannst ja sogar mit Oichi heilen auch wieder. Also wenn Pummeluff jetzt... Ja, das mache ich auch auf jeden Fall. Sicherheitshalber. Ja. Egal, was jetzt passiert. Ihr seid so gut. Ich könnte euch niemals besiegen. Der stottert übrigens bei allem, was er sagt. Das ist sein Gimmick. Das ist aber auch schon im Normalen. So. Im Englischen. Ich glaube, ich muss nicht mehr. Nee, ich glaube auch nicht. Bitte bleib stark. Wobei, Zubat ist ja auch noch da. Mhm. Und je nachdem, wie oft er jetzt angreift. Volltreffer. Was hast du davon, blödes Vieh? Ach, das ist Rikyu. Siehst du, der hätte auch als erstes vielleicht kommen können. Eure Macht ist überwältigend. Ich kann es nicht verheimlichen, dass ich euch nicht gewachsen bin. Piep, piep, piep. Zubat. Blutsauger. Nee, was hat er gemacht? Deckel. Weiß nicht. Hier könntest du mit der Kriegerfähigkeit neben Zubat kommen. Deckel drauf gemacht. Hoch. Nee. Auswählen. Dann. Also A. Dann die X oben. Dreieck. Genau. Oh. Macht ja schon gut Schaden. Und dann, bevor du es fertig machst, kannst du ja rein theoretisch noch. Die Dinger aufheben. Also erst mit Pummeluff das links. Genau. Und das ist 60 Gold. Yay. Und mit Glumanda hinter. Ach nee, geht ja nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Nur von hier. Ja. Und wenn das auch nur Gold wäre, wäre ja eh nicht schlimm. Hurra, gewonnen! Kampf ist gewonnen. Die siegreichen Krieger und Pokémon werden zur Galerie hinzugefügt. Gefundene Items muss ich nochmal ändern. Weil es rüber steht? Weil es so ein bisschen rüber steht. Ich weiß nicht. Es ist gerade so auf der Kante. Items gefunden? Items gefunden kann ich nehmen, weil Items found war tatsächlich auch der Originaltext. Rekrutierbar, rekrutierbar, beide, ja. Jetzt müssen wir schauen, dass ich sie auch auswähle. Mhm.